Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, dem Spiel in immer noch Kalthafen. Aber wir nähern uns langsam dem Ende. Wahrscheinlich sind wir bald mit Kalthafen sehr bald sehr durch, weil wir sind ja bei Molag Bal hier quasi vom letzten Gefecht, glaube ich zumindest. Also wahrscheinlich, also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, müssen wir hier noch wie großartig hochrennen. Aber zumindest sind wir schon mal relativ weit gekommen. Wunsch für den Stil, Altelfisch, den wir schon mal hatten. Also Sandra schneidert mir gerade eine Rüstung. Den Stil, den ich vor dieser Rüstung hatte. Auf jeden Fall nicht diesen hier, der ist super hässlich. Den anderen, Altelfisch war das, glaube ich, oder? Altelfisch? Den fand ich klasse, den Stil. Der hat mir sehr gefallen. So. Ach, betrete die Brücke war eine Quest. Das ist. Ich stelle mir gerade vor, wie so hinter mir Leute stehen und klatschen und so. Ja, du hast die Brücke überquert. Eine Tür ohne Wiederkehr. Es sieht so aus, dass wir ab hier nur noch vorwärts weiter können. Ich hoffe, die anderen sind wohl auf. Schon mal was von, Port gehört? Dann würde ich fragen, ob es Gabriel ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch viel weiter gehen müssen. Wir müssen nur diese Region durchqueren und wir werden den Ebenenstrudel sofort finden. Sofort? Das klingt doch sehr optimistisch. Naja, ich bin bereit, wenn du es bist. Genau das da. Bleib dicht an mir dran. Da drin lauert wahrscheinlich etwas, das uns töten will. Aha, das ist ja schon mal sehr super. Dem sehe ich ja mit Freuden entgegen. Ich muss mal was gucken, ob ich hier mein Aufnahmeprogramm nicht Quatsch mache. Oh, hat sie immer noch einen Pfeil über den Kopf? Achso, weil ich hier hinterher rennen möchte. Da hinten kommen wir nicht weit, weil hier irgendwelche Leute hier Zäune gebaut haben. Dann müssen wir jetzt hier nach vorne nach links. Ich meine, das ist die nächstbeste Tür, aber wo wir sie jetzt sind. Warum sind hier eigentlich für lauter versteinerte Leute, die vor allen Dingen irgendwie nicht mehr so ganz da sind? Es muss doch einen Weg hier herausgeben. Wie wär's mit der riesengroßen Tür da hinten? Mir schwant Übles. Ach, wir. Manchmal hasse ich es, recht zu haben. Da sind sie. Vor allen Dingen, wie beruhigt sie das alles? Das ist schlecht. Das ist mal wieder einer der Szenen, wo es auf jeden Fall richtig schlechtes Voice-Dingsbums ist. Das ist. Das, kann ich wieder mit dir reden? Ich bin mal gespannt, ob das hier noch wie weitergeht. Das ist ja. Boah, folgt sie mir. Ich glaube, sie folgt mir, oder? Ich muss hier gar nicht darauf achten, dass die irgendwie richtig rennen. Kommt schon! Wir müssen einen Weg hier rausfinden! Ja, ist nicht so schwierig. Da vorne ist eine dicke Tür, da gehen wir einfach hin und dann ist das gut. Ich sehe dein Problem nicht. Also wirklich. So. Ja, die Bundinge oder hier ist so ein lustiger. Achso, ihr könnt diesen Durchgang im Moment nicht benutzen. Ja, mach mal auf hier. Ich muss diese Tür öffnen. Haltet sie zurück, während ich mich darum kümmere. Ja, wer soll denn hier kommen? Hier die Viecher da vorne. Und wie ist das Spiel gerade ganz schön leise? Zumindest für meine Ohren. Das könnte mir ja irgendjemand mal sagen, wie sich das so im Stream anhört. Ach, jetzt. Zerfallen ja lustig zu Staub. Aber selbst läuft das hier zum Glück alles relativ stressfrei, muss ich sagen. Eigentlich könnt ihr auch einfach mit Single-Target das angreifen, bevor ich. Was können die? Das ist ein Steinstatue. Warum können die irgendwelche komischen Charge-Attacken? Die Tür ist endlich offen. Lasst uns gehen. Verlasst den Statuenraum. Da stellt sich mir aber nur die Frage, was für Statuen waren das eigentlich gerade? Ja. Ach, waren das Kollegen? Ich wusste, dass ich die hier finde. Interessant. Hier war ich noch nie. Das ist einfach atemberaubend. Hier war er noch nie. Cadwell, eure Beherrschung der Portalkunst sucht ihresgleichen. Ja. Sehr merkwürdig, oder? Es war zwar nicht ganz einfach, aber ich habe euch gefunden. Das ist nur eine meiner zahlreichen Gaben, müsst ihr wissen. Okay, gut. Eine Vanus? Was hast du denn mehr zu sagen? An Cadwell muss man sich erst gewöhnen, das gebe ich zu. Aber er ist wirklich ein unglaublicher Kerl. Moment mal, was ist passiert? Wo ist der Rest eurer Gruppe? Wir waren mal eine größere Gruppe. Das habe ich nicht mehr so ganz... Ja, genau das da. Nun, die anderen müssen sich fürs Erste selbst durchschlagen. Ich werde bald Cadwell losschicken, um sie zu suchen. Draußen sehen die Dinge übrigens finster aus. Ach so? Wir haben schon viele gute Männer und Frauen verloren. Und die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Ach, was ist denn nun schon wieder passiert? War schon von vornherein klar, dass es am Ende wieder eine Einzelaktion von mir werden muss. Selbst ohne sein Portal kann uns Molag Bal unendlich viele Gegner entgegenwerfen. Wir können uns halten, aber nur eben gerade so. Doch der Sieg ist auch gar nicht unser Ziel. Wir müssen nur lange genug überleben, um den ebenen Strudel zu erreichen. Oh, jetzt ist die große Frage. Wem haben wir denn verloren, wenn man den nicht mag? Viel zu viele. Hanin wurde überrumpelt und ausgelöscht. Zusammen mit einer großen Zahl Soldaten von der Kriegergilde. Hm. König Dynars Gruppe wurde auch überfallen. Doch er hat es geschafft, sich aus dem Hinterhalt herauszukämpfen. Aber es gibt viele Verwundete. Die Zeit läuft uns davon. Na gut, bis jetzt kenne ich ja... Wir können, das einfach hier so rumzuteleportieren finde ich auch irgendwie ganz schön krass. Aber machen wir das nicht gleich. Dank für diese kleine Gunst gebührt Cadwell. Ich bin mir nicht sicher, wie er es anstellt, aber ich glaube, er ist so sehr mit Kalthafen verwachsen, dass er ein regelrechter Teil davon geworden ist. Aha. Leider kann er immer nur eine weitere Person auf einmal teleportieren. Und es ist eine langwierige Angelegenheit. Na gut, dann bringen wir das Ganze nochmal zu Ende hier. Das Portal, das zum Ebenenstrudel führt, liegt gleich hinter dieser Biegung. Molag Bal wird euch aber nicht einfach dorthin spazieren lassen. Er wird alles tun, was er kann, um euch aufzuhalten.
Ich werde euch nach besten Kräften helfen. Und wie stets wird meine Hilfe ganz beträchtlich sein. Nun, geht! Ja, der große Magier Vanus Galerien, natürlich. Hat sie noch was Tolles zu sagen? Das war knapp. Danke für die Hilfe da drin. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich fange an, dädrische Todesfallen wirklich zu hassen. Ach, man gewöhnt sich irgendwann dran nach so 2-3 Jahrhunderten. Achso, wer ist er denn hier? Ich habe mich schon gewundert, Moment, nur eine weitere Person. Warum ist denn hier noch ein Vierter? Aber das war ja nur ein Spieler. Schön sieht es übrigens mal wieder aus. Also, man könnte ja mal hier wieder episch. Na gut, das sieht ja nicht so schön, sieht es ja auch nicht aus. Also hier, das ist. Diese feingliedrigen Konstrukte sehen mal ganz schön aus. Und vor allen Dingen schwebende Dinge, jetzt habe ich ja ein Fable für. Also schwebende Inseln vor allen Dingen. Vor allen Dingen relativ umfangreich gebaut, das ganze Elendchen, nicht wahr? Hä? Was? Hinten hier runter, was so einen lustigen Knatschgeräusche macht? Naja. Hallo Beomod und hallo Weltstein übrigens. Wo ich gerade mal so in den Chat gucke. Ach, verdammt! Hä? Ihr habt doch nicht etwa geglaubt, dass wir unser Versprechen vergessen haben. Schattengänger, zum Angriff! Und wie kommen die denn? Wie kommen die denn hier bitte schon rein? Ah, die heilen mich, das ist ja schön. Ich find's ein bisschen schade, ich furchte mich nicht aus. Das ist Warrior, was ist das für ein Name? Ja, gut. Wenn ich hier geheilt werde, ist das nicht so schwierig, Leute. Heilen sich alle einfach nur im Kreis oder was? Ach, Faraniel. Diese Waldelfen. Hallo? Wächter von Kalthafen? Dafür, dass er der große Wächter von Kalthafen ist, schluckt er aber verdammt viel. Großer Sturmatroner? Hat er gerade verdammt viel Schaden gefressen oder war das? Achso, wahrscheinlich Bruce Warrior hier, der es gemacht hat. Hat Faran hier noch welche Kommentare? Und die rennt jetzt aber weg. Naja, gut, dann halt nicht. Hier muss auch. Ah, hier, ich kann Blitze aufladen. Bringt das was? Nö, auch nicht. Nein, ich will jetzt die Blitze aufladen. Jetzt habe ich Blitze aufgeladen. Toll, jetzt wird der Sturmatron auch auseinander. Das ist ja traurig. Aber jetzt muss ich sagen, das Ende ist ganz schön storydünn eigentlich. Immer nur, ja, klappt hier nicht so gut. Ah, ja, kannst du mal deine treue Wärmasphäre zeigen? Was soll ich mit der zeigen? Ich kann die hier ein bisschen umherfahren lassen, aber prinzipiell ist die nicht so, will der so ein kleiner, du musst alles allein machen? Ja. Das läuft bei Vanus Galerien. Was soll ich an der Wärmasphäre sagen? Die rollt hier so rum. Hat die nicht jeder? Eigentlich? Weil die sieht relativ langweilig aus, aber die ist immer noch besser als der kleine Hoppler, den ich sonst immer hatte. Der hat von mir so ein Geräusch gemacht. Die Wärmasphäre, die knatscht nur so ein bisschen. Ist das denn ein Drache? Ich warte mal, bis der Typ da hinten fertig ist mit seinem Kampf, weil ich denke mal, das ist auch mein Kampf. Und ich möchte ihn nicht so halb haben, das wäre dann irgendwie langweilig. Also die kleine Dermasphäre ist nicht so. Warte, ich bin doch hier nicht schon mittendrin. Nee, verdammt, ich bin doof. Ich bin eigentlich schon mittendrin im Pyramidengebiet hier. Interface. Toll. Toll! Jetzt ist der Drache da kaputt. Auf diesen Moment gewartet. Gut gemacht, mein Kind. Ach, stellt sich raus, das hier ist Meridia oder was? Toll. Jetzt habe ich den dummen Wächter nicht mal richtig gesehen. Hallo Stadtwache. Ihr wart besser, als ich dachte. Selbst im Angesicht unausweichlicher Gefahr und der schlimmsten Schrecken, die das Reich des Vergessens zu bieten hat. Ich bin beeindruckt. Warum ist die Kameraperspektive so komisch? Ich bin wie ihr hergekommen, um diese Sache zu Ende zu bringen. Dank der Bemühungen eurer Armee habt ihr es geschafft, so weit zu kommen, ohne Molag Bals Blick auf euch zu ziehen. Ich nutze eine ähnliche Ablenkung, um unbehelligt durch dieses widerwärtige Reich zu reisen. Ein Grund, warum ISO so schlecht ist. Dass Leute deine Quest machen können? Ja, das regt mich manchmal auf. Aber naja, man kann ja einfach um 4 Uhr nachts spielen, dann geht das ja. Du bist mehr als eine Stadtwache. Ah, surprise, surprise. Macht euch weiter eure Gedanken. Irgendwann werdet ihr das Rätsel lösen. Es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr eure Welt retten wollt. Ihr müsst ins Auge des Sturms, um die Ebenenverschmelzung aufzuhalten. Der Ebenenstrudel kann nur aus seinem Inneren unschädlich gemacht werden. Ja, warum hast du vorher nie geholfen, statt einfach so doof rumzulaufen? Ich habe euch bei jedem Schritt eures Weges begleitet. Ich habe euch in Kalthafen eine sichere Zuflucht geboten. Ich gab euch das Wissen über die Lichter von Meridia. Ich brauchte eine Stellvertreterin, die an meiner Stelle gehandelt hat. Ich konnte es nicht riskieren, mein wahres Ich gegenüber dem dunklen Fürsten zu offenbaren. Ja, das hört sich immer mehr nach Meridia an. Ja, du hast mich also benutzt. Euch benutzt? Natürlich habe ich euch benutzt. Schön, gibt es mal zu. Doch ihr wusstet von Anfang an, was auf dem Spiel steht. Und ihr habt getan, was nötig war, um eure Welt zu retten. Jede Entscheidung, die ihr getroffen habt, war eure eigene. Naja. Und eure Entscheidungen kamen meinen Zielen gelegen. Okay, was muss ich jetzt machen? Ihr müsst in den Ebenenstrudel.
jenen Ort zwischen Raum und Zeit, an dem Nirn und Kalthafen brodelnd miteinander verschmelzen. Vernichtet die dunklen Anker darin. Entfesselt die Macht des Lichts von Meridia am Brennpunkt der Ebenenverschmelzung und macht den Strudel unschädlich. Ach, also ohne Wiederkehr, das Kalthafen ist eigentlich schon ein Ort ohne Wiederkehr und offensichtlich kann man ja doch, darüber habe ich mir übrigens Gedanken gemacht, wir haben noch neulich hier Olle Sippenhoffürstin Estre oder wie auch immer sie eigentlich hieß, aus dieser komischen, lustigen, ewigen Kampfgeschichte da gerettet. Wenn wir jetzt einfach ein Portal nach Tamriel wieder aufmachen, ist sie dann wieder am Leben? Also, was retten wir, was bringen wir da wieder zurück? Weil es ist ja prinzipiell, ist der physische Körper von ihr eigentlich in einem normalen Tamriel tot. Aber scheinbar hier in Kalthafen gibt es ja noch einen, das ist ganz so komisch. Ja, genau das da. Das Leben einer einzelnen unbedeutenden Sterblichen für die Rettung einer ganzen Welt? Das ist ein kleines Opfer. Wenn ihr Erfolg habt, wird das Gleißen des entfesselten Lichts den Strudel verzehren und die Ebenenverschmelzung aufheben. Nirn wird gerettet sein. Ach ja, deswegen kann ich noch was anderes. Ich kann noch andere Fragen stellen. Yay. Stellt eure Fragen, aber ihr solltet wissen, dass die Zeit knapp wird. Ach na ja, Zeit. Wenn ihr was geschieht, ja, die Armee, genau. Ihr könnt ohne die Unterstützung eurer Verbündeten nicht auf einen Erfolg hoffen. Ich werde diejenigen, die noch am Leben sind, mit uns in den Strudel ziehen. Toll, ja. Sterben hat bis jetzt noch keiner was gesagt. Das Licht von Meridia reinigt und läutert. Niemand muss sich vor seiner gleißenden Umarmung fürchten. Ich denke, Molag Bal hätte da noch einen Kommentar zu, aber na gut, ja, schön. So, ich denke mal, dass hier mit den Nebelschulen dauert noch, weil ich bin jetzt echt ein bisschen traurig, dass der große, große flügelige Portalwächter tut. Vor allen Dingen, was nicht gerade so auffällt, da unten ist ja noch jede Menge. Oder war, kam ich da von her? Ach klar, da. Nee, oder nicht? Ist gar nicht. Bin ich da auch mal lang gelaufen an der Stelle? Ja, spricht eigentlich dafür, dass ich ja mal lang gelatscht bin. Naja. Ja, dann gehen wir mal durchs Portal und gucken, was bei rumkommt. Mir ist ja jetzt schon klar, dass ich nicht sterbe, weil das Spiel geht ja wieder nach... Die endlose Treppe. Es gibt Gerüchte unter den Seen behaupten, dass der eben den Strudel und die endlose Treppen vom verrückten Architekten persönlich von Molag Bal erschaffen worden sind. Schön. Ja, gut. Da bin ich ja mal gespannt, wie der eben den Strudel aussieht. Wahrscheinlich einfach nur eine Mischung aus diversen Orten. Oder? Also, das würde zumindest am meisten Sinn machen, wenn das jetzt irgendwie aussehen würde wie... Ein Stück von, sagen wir mal, von Auridon, ein Stück von irgendwo anders und ein Stück von ganz doll woanders und hin und her und generell überhaupt. Ist schon so ein Mischmasch. Vernichtet den ersten Blut der Lanka. Und das sieht tatsächlich immer aus wie Kalthafen. Also, naja, der Boden sieht nicht ganz aus wie Kalthafen, aber prinzipiell. Molag Bals dunkle Anker bilden einen Strudel, der Nirn in sein dunkles Reich saugt. Ja. Wir müssen diese abscheulichen Ketten zerreißen. Ja, dann mach ich mal hier. Warte, hier, zack. Geht meine nicht. Macht ist stärker in dieser Zwischenwelt. Ach, jetzt ist aber doch Maria. Ha! Das war so offensichtlich. Aha, die Lydia ist in der Zwischenwelt stärker. Das ist ja schön. Aber apropos stärker. Ich habe hier, glaube ich, gerade Post gekriegt. Ja, ich habe Post gekriegt. Der dunkle Fürst wird stärkere Ketten brauchen, um mich aufzuhalten. Hallo, kommt. Meridia! Ich bin überhaupt nicht überrascht. Ihr scheint überrascht zu sein, Sterbliche. Habt ihr nichts von meiner wahren Identität geahnt? Eigentlich doch, von Anfang an seid sowas für eine Stelle. Ach, egal. Ja, das da. Ich habe nicht so getan, Sterbliche. Ich bin die Stadtwahrerin. Ich habe nur den Umstand verheimlicht, dass ich auch eine dädrische Fürstin bin. Meine Pläne wurden schon vor langer Zeit in Gang gesetzt. Hätte ich mich selbst zu früh zu erkennen gegeben, hätte ich alles aufs Spiel gesetzt. Warum braucht denn die große Meridia meine Hilfe? Wagt es nicht, meine Motive in Frage zu stellen. Es ist genug, wenn ich sage, dass ich die Hilfe Sterblicher benötigte, um den Strudel zu zerstören und die Ebenenverschmelzung aufzuhalten. Das ist also alles nur ein Spiel für dich. Die Realität ist ein Spiel, Sterbliche. Lernt es zu spielen oder gebt euch auf, um eine Figur zu werden, die geopfert wird. Eure Verbündeten sind eingetroffen. Sprecht mit ihnen, bevor wir fortfahren. Von mir aus. Ach. Surprise, surprise. Ach, können wir unsere Verbündeten. Warte mal, bevor die was machen. Was? Turuspack? Die kam aber nicht gerade in der Post, oder? Die habe ich woanders hergekriegt. Oder doch? Doch, die paar Turuspack-Dinger. Ist aber was ganz Neues. So ein Set, weil ich nicht vorher hatte. Was macht denn das? Ja, das ist irgendwie. Reduziert die interne Abklingzeit von Waffenverzauberung um eine Sekunde. Erhöht die Stärke der Verzauberung um 30%. Genau. Das klingt fair. Ja gut, dann warte ich mal auf den Rest. natürlich kann ich ja mit Leuten reden. Kann ich mit allen reden jetzt nochmal? Kirt, wer war das denn wieder? Keine Ahnung, war nur das... Die Hälfte der Leute kenne ich ja mal wieder. Ich fange mal von links an. Da
verdauen. Die meisten träumen von lüsternden Argoniern oder leckeren Gerichten. Aber nicht der alte Darien. Nein, ich träume vom ebenen Strudel und den blendenden Lichtern Meridias. Wie ist das möglich? Und warum stelle ich weiterhin Fragen, die niemand beantworten kann? Ach, vielleicht kann ich die beantworten. Erzähl mir mal ein bisschen was. Warum Worte verschwenden, wenn ich es euch einfach zeigen kann? Seht euch um. Ich träume schon von diesem Ort, seit ich ein kleiner Junge gewesen bin. Ihn nun mit eigenen Augen und bei wachem Verstand vor mir zu sehen, ist schon etwas verstörend. Warum konnte es nicht dieser andere Traum sein, den ich immer wieder habe? Ach, anderer Traum? Vorschläge? Ich lebe noch. Was mehr ist, als man von vielen Soldaten da draußen behaupten kann. Ja, Verluste gibt's immer. Ich denke trotzdem immer wieder, dass ich die Dinge hätte ändern können, wenn ich nur zurückgeblieben wäre. Aber ich weiß, wie Kriege eben ablaufen. Irgendwer muss irgendwo immer sterben. Naja, man kann das auch verlustfrei machen, aber dann sterben halt Leute auf der anderen Seite. Na gut, verliere jetzt nicht deine Zuversicht. Genau das da. Ich habe es bis hierhin geschafft. Ich habe nicht vor, jetzt schon aufzugeben. Und er geht erstmal schön in Achtung. Ich muss herausfinden, wie dieser Traum wirklich endet. Ja, was weiß ich. Die werden wahrscheinlich erst kaputt machen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wer die Hälfte dieser Person hier eigentlich ist. Also, ich kenne Varnos. Katwa, möchtest du dich vielleicht noch schneller als Dings Ich wollte einen ebenen Strudel schon immer mal aus der Nähe sehen. Ist das nicht ein spektakulärer Himmel? Was machen wir hier nochmal? Wir versuchen das aufzuhalten. Natürlich, unsere epische Obliegenheit, das muss mir entfallen sein. Ich war schon auf so vielen Abenteuern, wisst ihr. Nach einer Weile verschwimmen sie alle miteinander. Genau wie diese zwei Welten es tun. Oh, entschuldigt, meine Beste. Das wäre schlimm, oder? Ich frage mich ernsthaft übrigens, wo die Gefährten bleiben. Ich habe eigentlich erwartet, dass sie sich schon vor einiger Zeit hätten gemeldet. Ja, pass auf, wir müssen hier mal eingreifen, aber nö. Ja, eben verschwimmen wäre schlimm. Ja, das wusste ich. Es wäre ja schrecklich, wenn eure trostlose Welt sich mit den atemberaubenden Landschaften Kalthafens vermengen würde. Als ob man Brot in Honig tunken würde. Furchtbar, widerlich. Trotzdem glaube ich, dass das meine beste Obliegenheit aller Zeiten sein könnte. Ah ja, ich versuche mal Katwill einzuschüchtern, mal sehen, was darüber rumkommt. Nun, das wäre doch einfach zum Brechen, oder? Wisst ihr, woher Honig kommt? Das ist hochgewirkter Blütennektar. Ah, nun gut, ich nehme eure Herausforderung an. Nun lasst uns losziehen und diese Sache zu Ende bringen, damit ich von eurem bitteren Gift kosten kann. Nett. Ja, machst du dir keine Sorgen? Besorgt? Worüber? Wir sind Helden, meine treue Weggefährtin. Und Helden gewinnen immer. Schreibt euch das hinter die Ohren. Und jetzt lasst uns losziehen und diese Ebenenverschmelzung aufhalten. Er bricht nur ein bisschen die vierte Wand dabei, wenn er das sagt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich rede nur mit der Vordersten. Die hinten kenne ich sowieso nicht. Ich rede nur mit Gabrielle, wie auch immer das eigentlich ist. Ich hatte mir vorgestellt, dass es ein großes Abenteuer sein würde. Ist es doch auch, aber ist es doch auch. Ich habe mir nie den Horror vorgestellt. So viele unserer Freunde und Gefährten sind gestorben. Und dieser verdammte Strudel bedroht immer noch unsere Welt. Ich denke, es ist an der Zeit, ihm den Garaus zu machen. Für immer. Ja, du klingst tatsächlich recht entschlossen. Verdammt richtig. Ich bin wild entschlossen und mehr als ein bisschen angefressen. Kommt schon, Heldin. Oh. Zeigen wir Monarch Baal, wie man's macht. Heldin. Dann kann ich zu dem alltäglichen Wahnsinn zurückkehren, mit dem ich mich sonst immer herumschlagen muss. Buchhaltung, Organisation von Schülern bei der Magiergilde. Also, du glaubst an unseren Sieg, höre ich da jetzt raus. Ich glaube, das können wir. Ich hoffe, das können wir. Ja. Ich weiß nur, dass wir schon viel zu weit gekommen sind, um jetzt aufzugeben. Ich sorge mich nur darum, dass immer noch so viele Kämpfe vor uns liegen. Ich glaube, dass noch mehr von uns sterben werden, bevor all das hier vorbei ist. Ja, in Kalthafen kann man doch sowieso nicht so richtig sterben. Insofern würde ich mir da gar nicht so viele Sorgen drum machen, um das ganze Sterben. Nun gut, dann hat ja die nächste Person noch. Was hat Bardos noch zu sagen zu dem Thema? Meridia und Monarch Baal haben einander immer leidenschaftlich gehasst. Aber dieser Hass hat uns viele Leben gekostet. Ich würde ihnen beiden gerne zeigen, warum Varnos Galerions Macht gefürchtet werden sollte. Ist das so? Ja, Chancen gegen Viridia und Monarch Baal gleichzeitig. Chancen? Ich glaube nicht an Glück und Schicksal. Wir werden heute mit Hilfe von Blut und Magie den Sieg davontragen, oder wir werden bei dem Versuch sterben. Ich werde euch nicht anlügen. Ich bezweifle, dass wir diesen Kampf gewinnen können. Doch das heißt nicht, dass wir es nicht versuchen sollten. Wir dürfen nicht scheitern. Hier, erstmal das da. Nein, das dürfen wir nicht. Doch wir sind nicht die Auserwählten. Wir sind keine vom Schicksal geküssten Helden, deren Los es ist, siegreich zu sein. Eigentlich schon. Wir sind einfach nur Soldaten. Brüder und Schwestern, die für das kämpfen, was ihnen am Herzen liegt. Wir sind geeint und das macht uns stark.
Das ist es, was hier wichtig ist. Also prinzipiell bin ich schon vom Schicksal auserwählt, weil ich ja anscheinend eine perfekte Form bin. Also hier, das wieder auferstehen wird. Das haben wir ja mal erfahren mit diesen Leuten, die in Kaldaffen sterben, dass sie sich wieder neu aus den Urschleimen hier wieder rausholen. Und unser Körper ist ja absolut perfekt im Gegensatz zu allen anderen Leuten. Worte sind billig, wir haben keine andere Wahl zu gewinnen. Deshalb werden wir diese Schlacht gewinnen. Genau das da. Gut zu wissen, dass euer Glaube nicht zu erschüttern ist. Naja, glaube ich. Diese Männer und Frauen folgen euch. Sie treten dem Tod selbst entgegen, um an eurer Seite zu kämpfen. Sie werden euch bis zum Ende beistehen. Enttäuscht sie nicht. Ja, was passiert mit der Magie, wenn wir sterben? Das Gleiche, was allen anderen widerfahren wird. Die Welt endet und alle müssen sterben. Und das wäre noch der beste Fall. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass wir alle seelenberaubte Sklaven in Kaldhafen werden. Kann man ja nicht vorher sehen, ob das Punktbeginn gut ist. Ja, wir dürfen nicht scheitern, genau das da. Nein, das dürfen wir. Gut, wie dem auch sei, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Elder Scrolls Online. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.